Willkommen zum dritten Kapitel. Quizfrage: Wie viele Finger sehen Sie auf beiden Bildern? Okay, das machen wir mal nicht als so eine interaktive Frage. Ich spoilere Ihnen das. Tatsächlich sollen auf beiden hier abgebildeten Bildern Gesten für die 6 dargestellt sein. Wie man mit den Fingern Zahlen zeigt, ist deutlich kulturabhängiger, als uns das vielleicht immer so klar ist. Und zwischen den Zahlworten und den Gesten bestehen Zusammenhänge. Gesprochene Zahlen oder Zahlworte haben in der Geschichte der Mathematik eher so ein Schattendasein gefristet. Einerseits, weil man eben auf schriftliche Quellen angewiesen ist oder eben geritzte oder gemalte, damit man überhaupt was hat, was überliefert ist aus diesen Zahlen. Und andererseits kann man sagen, wenn man Mathematik so als eine universelle, überzeitliche Wahrheit deuten möchte, wie dies einige westliche Philosophien der Mathematik tun, dann wird man sich mit so unwichtigen Details wie dem Umstand, dass Zahlwörter ganz unterschiedlich gebildet werden können, eher nicht herumschlagen wollen. Einige Zählsysteme nutzen aber in recht geschickter Weise Zahlbeziehungen aus, um neue Zahlworte zu bilden, sprechen also für so etwas wie in unserem Sinne mathematische Kenntnisse. Hier können Sie sich jetzt gleich einmal als Forscherinnen und Forscher selbst betätigen. Auf der Folie oben sehen Sie Zahlworte für 1 und 2, jeweils in 3 verschiedenen nicht-austronesischen Sprachen, welche auf Neuguinea gesprochen wurden oder werden, der südliche Kiwai-Dialekt, Giri und Gende. Ich zeige Ihnen gleich jeweils die Worte für 3, 4 und 5 in den 3 Sprachen hintereinander. Es steht aber jeweils nicht dabei, welche davon die 3, die 4 bzw. die 5 ist. Und Sie sollen jeweils eine, also die 3, die 4 oder die 5, unter den 3 versuchen herauszufinden. Das geht nur im interaktiven Video auf YouTube, ist einfach eine kurze Pause. Und dann kommt direkt die Auflösung. Die hier abgebildeten Zahlwortsysteme sind, wie man sagt, rein zweizyklisch. Es gibt eigene Worte für 1 und 2. Alle weiteren Zahlen werden im Prinzip als Summen von Zweien und Einsern gebildet, wobei manchmal noch Verbindungssilben hinzukommen, beziehungsweise die 1 in höheren Zahlen auch abweichend bezeichnet sein kann. Es wird schnell deutlich, dass diese Zahlworte nur für recht kleine Zahlen zweckmäßig sind. Von den etwa 400 Sprachen, die man im Bereich Papua und Neuguinea nachweisen kann, werden dann auch nur in weniger als 10% der Sprachen so die Zahlworte gebildet. Häufiger sind Sprachen zu finden, die neben dem Zweierzyklus auch noch einen Fünfer und zusätzlich noch einen Zehner oder sogar einen 20er-Zyklus haben. Ein Beispiel für so einen 2-5-20-Zyklus sehen Sie etwa in den auf der Folie abgebildeten Sprachen. Die 5, 10 und 20 sind uns ja gewissermaßen mit in die Wiege gelegt. 5 Finger an einer Hand, 10 Finger an beiden Händen. Und bei den Munduruku in Brasilien werden zum Beispiel auch die 10 mit benutzt, womit dann auch die 20 erklärt wäre. Die Munduruku haben eigentlich keine Zahlworte in unserem Sinne. Teils entnehmen sie diese dem Portugiesischen. Und wirklich gut rechnen lässt sich mit Händen und Füßen auch eher nicht. Im Asaro-Dialekt der Gahuku-Asaro-Sprache spiegeln die Zahlworte zum Teil noch Zählgesten wider. Die 5 ist unsere vollständige Hand, die 20 sind Hände und Füße einer Person zusammen. Ebenfalls in Neuguinea ist die Oxapmin-Sprache verbreitet, die sich eines Körperteil-Zahlsystems bedient, das wir uns glücklicherweise in einem authentischen Video ansehen können. Ja.
Nata, Kina, Ruma, Tenkina, Tenata, Tenguera, Tentuota, Kira, Besa, Doba, Tibana, Tibneriba, Dumriba, Khatriba, Khatrata Titu. Weißt du, I'm good, Pala. Weißt du. Geoffrey Sachs erklärt das Zählsystem wie folgt. Man beginnt mit den Daumen einer Hand entlang der Finger dieser Hand, so dass der kleine Finger 5 ist. Man geht weiter nach unten, der Knöchel ist 6, der Unterarm 7. Es geht weiter zum Gesicht, wobei 12 das nächstgelegene Ohr zur ersten Hand ist, die gezählt wurde. Man geht zum ersten Auge, Auge ist 13, man geht zur Nase 14, zum anderen Auge 15, zum anderen Ohr 16 und dann wieder entlang der anderen Seite des Körpers bis zum kleinen Finger auf der anderen Seite, der ist die 27. Bei dem Bedarf kann man den Zählvorgang auch noch einmal wiederholen, um 54 zu erreichen. Eine bestimmte Zahl wird dann genauso benannt wie der zugehörige Körperteil. Sachse erwähnt, dass diese Zahlen ursprünglich nicht zum Rechnen gedacht waren, die Angehörigen dieser Sprachfamilie aber inzwischen spezifische Gesten gelernt haben, die ihnen erlauben, einfache Aufgaben wie etwa 16 minus 7 direkt durch Zeigen mit den Körperzahlen zu berechnen. Nicht immer müssen Zahlnamen und Zählgesten miteinander korrespondieren. Als Beispiel nehmen wir das Fingerzeichensystem der Kamba, einem weiteren Bantu-Volk, das in Kenia beheimatet ist. Imie, Ili, Itatu, Inya, Itano, Tantatu, Muonza, Nyanya, Keenda. Das war Kamba. Und außerdem kam hier die erste 6 der ersten Folie wieder vor. Das Zahlwort Tantatu wird hier als 3 plus 3 gebildet. Die Geste zeigt aber eher 6 gebündelte Finger oder, wenn Sie so wollen, vielleicht auch 10 minus 4. Die Arusha, ein Maasai-Volk aus Tansania, zeigen alle 9 Ziffern an nur einer Hand. Nabo, Are, Uni, Ongwan, Imiet, Ile, Napishana, Isiet, Enderuyo. Das war Arusha. Und außerdem kam hier die zweite 6 der ersten Folie vor. Auch hier werden Zahlworte anders als beim 27-Körperteilzahlsystem der Oxapmin nicht einfach aus den Fingergesten abgeleitet. Besonderes Interesse hat das Yoruba-Zahlwortsystem auf sich gezogen, da in den Wortbildungen recht komplexe Zahlbeziehungen genutzt werden. Zunächst ist auch dieses Zahlwortsystem ein System, in dem es eigene Worte für die Zahlen 1 bis 10 gibt. Die Zahlen 11 bis 14 ergeben sich als 10 plus 1, 2, 3, 4. Aber dann wird quasi 5 vor 20, 4 vor 20 und so weiter bis 20 weitergezählt. Das Zahlwort für 40 bedeutet 2 mal 20, das Zahlwort für 60 3 mal 20. Die 20 spielt also auch hier eine große Rolle. Spätestens bei 318 als 400 minus 20 mal 4 minus 2 fragt man sich aber dann doch, wie man zu so einem Zahlwortsystem gelangen kann. George Joseph vermutet, dass die Zählweise mit dem in Nigeria lange Zeit üblichen Kauri-Geld zusammenhängen könnte. Die eiförmigen Gehäuse der Kauri-Schnecken wurden in Afrika lange Zeit als Tauschgeld bzw. Zählmaterial verwendet. Und Ende des 19. Jahrhunderts hatten Ethnologen bereits beobachtet, dass mit diesem Zählmaterial üblicherweise in 5er, 20er, 100er und 200er Haufen gezählt wird. Nun erhält man aber 525 ja gerade dadurch, dass man zunächst mal 3 200er Haufen vereinigt, dann einen 100er Haufen wieder entfernt und dann wieder einen 20er und einen 5er dazugibt. Auch wenn wir mit Geldscheinen und Münzen Wechselgeld herausgeben, funktioniert das heute im Grunde genommen gar nicht so viel anders. Das soll es dann aber zu den Zahlwortsystemen gewesen sein. Nach der Schnitzeljagd wechseln wir den Kontinent und machen mit der Mathematik im präkolumbianischen Amerika weiter.